und mitteilen. Ja, Lea, schon wieder verbessert, super. Was ist dein persönlicher Rekord? Wie lange kann ich ja jetzt gehen? Mach kurz Pause, dann legen wir noch ein paar Bahnen drauf. Nächstes Mal. Lea, du kannst ja jetzt nicht schon wieder aufhören. Bleib doch mal dran. Keine Lust. Komm, mach noch ein paar Einheiten im Kraftraum. Oder kennt ihr den? Sagt der Mann zu seiner Frau. Mit der neuen Brille, da siehst du echt beschissen aus. Sagt sie. Wieso, ich hab doch überhaupt keine neue Brille. Sagt er, aber ich. So, was ist denn jetzt mit Mathis? Ist der abgesoffen oder was? Ja, ins Wasser gefallen. Was? So, Kinder, ich geh mal kurz rein. Hände weg von den Knöpfen, ja? Denkt an den Schleudersitz. Schleudersitz. Hey. Und Hände weg von der Dame ohne Unterleib, ja? Ja, selber Unterleib. Mensch, Mathis, wo steckst du denn? Ich komm. Na, da bist du ja. Soll ich nach Hause fahren? Nicht gerade Ihre Richtung. Macht doch nichts. Hereinspaziert! Besuchen Sie unsere Show! Monstren, Mumien, Mutationen, die Dame ohne Unterleib! Hey, oh, huch, die Dame hat ja einen Unterleib! Taxi! Oh, ein feiner Herr. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ach, warte, was sagt eine Blondine, nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger ist? Mensch, Mathis, du musst doch erst lachen, wenn ich den Witz zu Ende erzählt habe. Du Pfeife! So, Herrschaften. Alle Mann anschneiden, wir heben gleich ab. Und dass mir ja keiner während der Fahrt aussteigt. David. Sie kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Jetzt haben Sie mir schon wieder eine Aufforderung geschickt, ich soll für den Kleinen bezahlen. Ich habe da schon zweimal angerufen und habe denen gesagt, ich zahle für den Großen, ja? Man zahlt nur für ein Kind voll, ja? Jetzt kriege ich eine Mahnung mit einer fetten Mahngebühr. Also ich werde noch bekloppt. Ist es okay, wenn ich dich damit alleine lasse? Ich muss los. Ja, das schaffe ich schon. Einen mache ich noch, ja? Nagellackentferner. Sekunde, da frage ich. Wenn es schnell gehen soll, zeig mal her. Ich hole dir was. Ich kann mal bedienen, eine Kunde den Nagellackentferner. Was ist denn das für eine Schweinerei? Ich kann jetzt alles wegschmeißen, kann ich nicht mehr verkaufen. Danke. Paulina kümmert sich darum. Ja, und was ist damit? Das habe ich im Griff. Entschuldigung, aber ich muss los, mein Bus geht gleich, ja? Frau Krüger, das... Das geht nicht. Das geht nicht, dass Sie nie länger bleiben und alles mal auf Ihre Kollegin abwälzen. Aber das haben wir doch so abgemacht. Hey, ist alles okay? Ich bin froh um die Extrastunden. Ja, darum geht's doch gar nicht. Ja, klar geht's darum. Haben Sie mich vergessen? Ja, was ist denn jetzt mit dem Nagellackentferner? Ich muss los. Tschüss. So, Mathis.
Tschüss, Mathis. Bis morgen, David. Ja, bis morgen. Aufhören zu klingeln, Mathis. Deine Mama ist wohl nicht da. Es ist 4.13 Uhr. 4.15 Uhr. 13! Ja, ja. Frau Krüger! Willst du jetzt wissen, was die Blondine sagt, nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger ist? Mama ist immer da. Ja, aber heute nicht. Frau Krüger! Siehst du? Komm, wir warten im Auto. Du darfst heute auch ausnahmsweise mal vorne sitzen. Ich möchte mal was zeigen. Guck mal hier. Ja, schau mal. Willst du auch mal so eine Frau haben? Nein. Wieso denn nicht? Muss ja nicht gleich heiraten. Schöne Frauen kann man auch kaufen. Guck mal, wie viel sind die? Geil, oder? Ist echt geil. Willst du die Zeitung haben? Ne? Soll ich dir das verkaufen? Sagen wir 20 Euro. Das ist ein okayer Preis, oder? Erst das Geld, dann die Ware. Guck mal, die da. Das ist ja auch ein heißer Feger, was? Möchte ich ein bisschen mitnehmen? Ich habe ein großes Auto. Wohnt die nebenan bei dir? Lea. Wie, du kennst sie? Krass. Ich dachte immer, du kannst kein Wässerchen trüben, aber die wäre doch was für dich, ja? Nein. Wieso denn nicht? Bist doch kein kleiner Junge mehr. Bist doch ein wichtiger Mann, oder? Ja? Die kann man bestimmt auch kaufen. Boah, ey. Mama. Was, mein Schatz? Es tut mir leid. Ja. Hallo, Frau Krüger. Ja, es tut mir leid, ich bin auf der Arbeit aufgehalten worden. Ja, Frau Krüger, es ist ja nicht wegen mir. Ich meine, ich warte ja gerne mit Mathis, aber ich kriege jetzt echt Schwierigkeiten. Also. Es tut mir wirklich leid. Darf ich Ihnen was geben? Ja. Danke. Danke. Tschüss. Bis morgen. Ich habe geklingelt. Ich weiß. Ich weiß. Du hast bestimmt schon Hunger, ne? 4.17 Uhr. Ja, komm. Alles gut. Mmh. Hast du Hände gewaschen? Ja, Hände gewaschen. Danke. Bitte sehr. Danke. Bitte. Und? Bitte sehr. Vier. Guten Appetit, Mathis. Und wie war es auf der Arbeit? Hast du alles geschafft? Ja. Clara ist krank. Schon wieder? Ja. Schade. Und bist du in der Pause satt geworden? Was sagt eine Blondine, wenn jemand zu ihr sagt, dass sie schwanger ist? Mathis. Ja, was sagt sie? Mund, Nase, Augen, Ohren.
Lass es dir schmecken, Mathis. Mathis? 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 Hey. Mathis? Ja, ich weiß. Ich will heiraten. Heiraten? Du bist zurück. Lea. Du bist eine gute Mutter, hm? Komm, wir sind mit dem Unkraut. Alles, was da zwischen den Blumen wächst, das reißen wir einfach raus. Das wollen wir nicht. Idiot, verschwinde! Oh je. Lea, was ist denn? Oh, oh Gott, du blutest ja. Was hat er getan? Ich weiß, er hat mich mit irgendwas beworfen. Ich habe denn schon 100 Mal gesagt, halten Sie Ihren Sohn von meiner Tochter fern. Er macht ihr Angst. Hat er nichts getan? Er tut er nicht. Er hat sie beworfen. Mit was denn beworfen? Mit was? Als ob das eine Rolle spielt. Jetzt schaffen Sie ihn bitte weg, Lea, und verlassen unser Grundstück. Er wollte dich nicht erschrecken. Er mag dich. Entschuldigung. Komm, Frau Krüger. Vorsicht. Frau Krüger, es tut mir leid, aber wenn er Sie nochmal belästigt, dann rufe ich die Polizei, ja? Oder das ist mir egal, ob er behindert ist. Schätze, Julia im Pflaster, ja? Ist nicht so schlimm. Okay, Lea und Andrea, danach Julia und Jan, ja? Achtung! Ja, was gibt's? Ich dachte, wir können noch mal miteinander reden. Gut, rede. Ich denke, wir sollten es noch mal miteinander versuchen. Sag mir das, ja? Warum? Naja, wir waren ein gutes Team, oder? Wir waren ein Team, aber ein langweiliges. Das ist nicht wahr, Lea. Wir waren ein gutes Team. Elias, aufwachen. Du bist ein Langweiler. Vergiss es. Ja. Du, wirst mal, können wir mal reden? Uns mal Gedanken darüber machen, wie es mit dir weitergeht. Du bist jetzt an einem Punkt angelangt, wo, weißt du, deine Zeiten sind unheimlich gut für hier. Die anderen Mädchen, die hängst du locker ab, aber du kannst noch viel, viel mehr. Michael Jackson, Whitney Houston, Robbie Williams. Was ist das, eine Zeitmaschine? Wir müssen mal die größeren Wettbewerber anvisieren. Du hast ein unglaubliches Potenzial. Dafür müsstest du aber wirklich ernsthafter trainieren. In dir steckt unglaublich viel drin, du musst es nur rausholen. Oh Gott, Beatles? Kann ich hier irgendwo meinen Player anschließen? Ich weiß, das ist Arbeit und das macht auch nicht immer Spaß. Hat Ihre Zeitmaschine Bluetooth? Wie kann ich nur deinen Ehrgeiz ankitzeln? Wie kriege ich dich, Lea? Du könntest alles erreichen. Ich trainiere dich, ich bringe dich auf die Treppchen. Wir werden ein gutes Team. Wir werden ein Team? Ich weiß, wie es geht. Vertrau mir mal. Danke fürs Fahren. Sehr mein Gut bei mir. Lea, warte mal.
Mathis? Frühstück. Bitte, bist du mitten in der Nacht? Hm? 1.23 Uhr. Kannst du nicht schlafen? Ich kann nicht schlafen. Komm, wir gehen schlafen. Du hast ja gar nichts gegessen. Du, der Bus kommt gleich. Beeil dich, ja? Au, alles okay? Es ist alles okay. Mathis, gut, dann geht's deine Zähne putzen. Ich bin vorhin noch mal eingenickt. Was ist das denn? 20 Euro. Wofür? Ach so. Ja. Aber sag ja niemandem, dass du es von mir hast, ja? Hörst du? Niemandem sagen, dass du es von mir hast, okay? Auch nicht Mama? Nein, auch nicht Mama. Vor allen Dingen nicht Mama. So, und jetzt steck's weg. Und hol's ja erst wieder raus, wenn du zu Hause bist. Du sollst das wegstecken. Oh, hey! Du, ich komm gerade zu Hause rein. Bin ich später nochmal. Ja, also du gehst nochmal hin und fragst, ob sie die Sachen auch in 38 haben, ja? Ob es super, du bist ein Schatz. Ja? Ich danke dir ganz lieb. Bis später. Tschüss. Ja, ich fand's auch super. Ciao. Lea! Lea! Ich bin wieder da! Lea? Lea? Guten Morgen, Kommissar Simon. Und Sie waren? Wagner. Ah, ja. Immer noch. So, schießen Sie los. Lea Greff, Schülerin, 17 Jahre alt, wurde erschlagen. Irgendwann in der Nacht. Tatwaffe ist dieser Stein hier. Sind auch noch Haare dran. Das Bikini-Oberteil haben wir hier im Pool gefunden. Und die Hose ist verschwunden. Und wer hat das Mädchen gefunden? Die Mutter. Und warum ist heute Nachmittag? Die war heute Nacht gar nicht da. Die war mal eben zum Shoppen in Hamburg. Das macht sie wohl öfter, hat sie gesagt, hat er wie eine Freundin oder so. Freundin. Der Vater ist auf Geschäftsreise in Singapur. Ja, sonst noch was? Ach so. Das hier. Was ist das? Das ist echt uncool. Ja, ja, weil die sonst überhaupt nichts Uncooles. Aber das können Sie doch nicht machen. Sie können doch jetzt nicht einfach hier reinkommen und meinen Sohn mitnehmen. Mama! Bitte, Sie tun ihm doch weh. Lassen Sie ihn. Bitte, seien Sie doch. Aua!
Mathis Krüger. Ich nehme Sie fest, wegen des dringenden Tatverdachts der Tötung von Lea Gräf. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Aber er versteht doch gar nicht, was Sie sagen. Bitte, Mathis, bitte. Ganz ruhig. Nein, das gibt es nicht. Ich will nicht mitkommen. Ja gut, packen Sie den Jungen ein paar Sachen zusammen. Ich verstehe ja, wie furchtbar das für Sie ist. Und wie furchtbar das für Ihren Sohn sein muss. Aber im Moment darf ich Sie wirklich nicht zu ihm. Aber ich verstehe das nicht. Er hat doch nichts getan. Er hat doch niemandem irgendetwas getan. Sie können die einfach unschuldigen Menschen wegsperren. Das Ganze wird Sie sicher ganz schnell aufklären. Warten Sie ein paar Tage ab. Ein paar Tage? Sie verstehen überhaupt nicht, was das bedeutet. Mathis war noch nie weg von zu Hause. Er war auch noch nie weg von mir. Sie haben keine Ahnung, was das heißt. Er hat doch fürchterlich Angst. Ich verspreche Ihnen, Sie können ganz bald zu ihm. Aber ich hab ein paar Sachen mitgebracht. Und es gibt auch ein paar Sachen, die sind wichtig für ihn. Zum Beispiel, wenn er isst, dann dürfen die Sachen nicht alle auf einem Teller sein, sondern alles einzeln auf jedem Teller. Und das hier muss auf seinem Nachttisch sein. Bitte, und zwar genau so. Er kann sich die Schnürsenkel nicht selbst binden. Er hat keine Schnürsenkel. Nachmittags mache ich ihm immer einen Obstteller. Aber er isst das Obst nur, wenn ich so ein Gesicht draus forme. Verstehen Sie, was ich meine? Naja, ich habe auch Kinder. Aber ich glaube nicht, dass in unserer Einrichtung... Bitte, vielleicht können Sie doch mit dem Pflegepersonal sprechen. Das ist wichtig, weil sonst regt er sich so schnell auf. Und haben Sie ihm seine Arme und Uhr weggenommen? Nein. Uhrzeiten sind sehr wichtig für ihn. Bitte. Bitte. So. Mathis, wir haben uns ja schon kennengelernt. Erinnerst du dich an meinen Namen? Mathis, schau mich mal an, bitte. Erinnerst du dich, wie ich heiße? Ich bin Dr. Benjamin. Ich habe dir vorhin dein Zimmer gezeigt und dir was zu essen gebracht. Einen Obstteller. Und ich habe das Obst so angeordnet, dass es ein Gesicht ergibt. Das magst du doch, oder? Mann, ich habe gehört, dass du sehr gerne arbeiten gehst. Oh, ich stelle mir das sehr schwer vor. Ihr müsst ja sehr genau arbeiten, damit die Teile dann nachher auch zusammenpassen. Was machst du da am liebsten? Glaubst du, dass in meinem Auto auch Teile verbaut sind, die du hergestellt hast? Magst du Autos? Diese schönen Souvenirs, die du auf deinem Nachttisch hast. Wo hast denn die her? Hast du all die schönen Reisen selber gemacht? Nach München, Berlin, Schloss Neuschwanstein? Da bin ich auch mal gewesen. Oder hast du all die schönen Sachen von deiner Mutter geschenkt bekommen? Mama. Wie lange wollen Sie noch um heißen Brei rumreden? Mathis, deine Mama lässt dich schön grüßen. Ich habe eben mit ihr geredet. Das ist eine nette Frau. Du kannst bald wieder zu ihr zurück. Das möchtest du doch. Ich will nach Hause. Das kann ich sehr gut verstehen, Mathis. Aber weißt du, warum du hier bist? Mathis, warum bist du hier? Mama ist böse auf mich. Ach. Was hast du denn gemacht, dass deine Mama böse auf dich ist? Geklaut. 20 Euro. 20 Euro geklaut. 7.36 Uhr. Mathis! Es interessiert mich eigentlich nicht, ob du deiner Mutter 20 Euro geklaut hast. Mich interessiert der Mord an Lea Gräf, deiner Nachbarin. Verstehst du? Sie sind wirklich eine große Hilfe. Ich glaube, er versteht sehr gut, was Sie ihn fragen. Aber er hält sie hin. Herr Simon, ich bitte Sie. Er hat seine Erfahrung. Er weiß, wie man mit Psychologen redet. Lea. Ja, das ist Lea. Schläft. Nein, sie schläft nicht. Sie ist tot. Das Bild zeigt eine Tote. Weißt du, was das bedeutet? Tot. 20 Euro. Herr Simon, ich verstehe Ihre Ungeduld, aber Sie sehen doch, dass der Junge überhaupt nicht begreift, wovon Sie reden. Woher wollen Sie wissen, dass er es nicht begreift? Was macht Sie da so sicher? Er geht jeden Tag zur Arbeit. Er steigt in Nachbars Garten, um dort ein Mädchen zu belästigen. Es sieht nicht so aus, als ob er nicht zielgerichtet denken und handeln könnte. Gut. Schreiben Sie ein schönes Gutachten. Aber erst finde ich heraus, ob er es war. Oder nicht war. Oder
nicht wahr? Selbstverständlich. Ich weiß, was tot ist. Papa ist tot. Ja, vielen Dank. Wenn noch Fragen sind, rufe ich Sie an. Entschuldigung, sind Sie der Fahrer von Mathis Krüger? Ja, genau, der bin ich. Sie haben gehört, was passiert ist? Ja, ich habe davon gehört. Schlimme Geschichte. Ja, mein Name ist Simon, ich bearbeite den Fall. Ah, ich bin David Bach. Guten Tag. Fahren Sie immer dieselben Personen? Ja, also in der Regel ja. Es sei denn, ich bin mal krank oder hab mal Urlaub und dann fährt natürlich jemand anders. Oder jemand anders ist krank oder hat Urlaub, dann müssen wir natürlich auch tauschen. Oder klar, verstehe. Wir versuchen ja unseren Schützlingen auch immer ein bisschen das Gefühl der Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben, weil für die ist das natürlich schon sehr wichtig. Die meisten, die brauchen ja doch einen regelmäßigen Tagesablauf. Ja, und wie lange machen wir das schon? Ja, wie lange mache ich das jetzt? So 6, 7... Nee, 8. Moment. Nee, 89 war der Mauer. Nee, ja. Doch, 8 Jahre mache ich das jetzt. Mathis Krüger, wie lange fahren Sie denn? Ja, so 3, 4 Jahre. Also, wenn Sie es genau wissen wollen, dann kann aber das... dann kennen Sie ihn ja richtig gut, nicht? Das kann man doch so sagen. Ja, das kann man eigentlich so sagen, doch, ja. Und was haben Sie für einen Eindruck von ihm? Ich meine, wie wirkt er auf Sie? Naja, ich... Wie wirkt er? Ich meine, ich bin ja kein Psychologe. Ja, ich weiß, dass Sie kein Psychologe sind. Sonst müssen Sie sich ja nicht als Fahrer verdienen. Ja, aber also, wenn Sie mich fragen, also ich denke, er ist jetzt mal abgesehen von seiner Behinderung, ja, weißt du, da ist er ein ganz normaler junger Mann, wie andere auch. Ja, ja, geht doch. Und er ist genauso unfähig zu so einer Tat, aber genauso fähig. Schon eine salomonische Antwort. Vielen Dank. Ja, gerne. Und ich auch. Das ist meine. Nein, nein, nein. Warte. Komm, ich helfe dir. Oh je, schöne Schneekugel. Sag mal her. Vorsicht, du schneidest dich doch. Das ist doch absurd. Das sind unsere Nachbarn. Wir kennen Lea, seit sie 12 ist. Als sie hergezogen sind, da war sie noch ein Kind. Da waren beides noch Kinder. Ja, aber seither ist ziemlich viel Zeit vergangen und jetzt sind sie keine Kinder mehr. Was suchen Sie eigentlich? Die weiße Bikinihose von Lea Graef. Das Oberteil haben wir im Pool gefunden. Die Hose ist verschwunden. Wir nehmen an, dass der Täter sie mitgenommen hat. Und so? Ja, Pornoheftchen. Woher hatte das? Das weiß ich nicht. Und Sie haben das besorgt? Sind Sie verrückt? Glauben Sie, ich würde meinem eigenen Sohn... Ich sehe das zum ersten Mal. Also, ist er kein Kind mehr und hat Geheimnisse vor seiner Mutter. Ja, und? Und darf er das nicht, nur weil er behindert ist? Ich habe nie gesagt, dass das einen Unterschied ausmacht. Vorsicht! Hey, was soll das denn? Nein! Erschlagen, bleib dabei. Fraktur des Schädels im Bereich des Scheitelbeins, intrazerebrale und extrazerebrale Blutungen als Folgen des Schädelhirntraumas. Wollen Sie die Bilder haben? Nein, sagen Sie mal einfach das Wesentliche. Der Stein, den Sie mir gebracht haben, reicht als Tatwaffe. Ja, jedenfalls haben wir das Blut des Opfers daran gefunden. Und Haare. Scheinbar keine Penetration, jedenfalls keine Insemination. Ihre letzte Mahlzeit war Salat. Blattsalat, Tomaten, Oliven, Paprika und Ziegenkäse. Also, und sie muss ein Bauchnabelpiercing getragen haben, das aber nicht mehr da ist. Kannst du es nicht selber entfernt haben? Ja. Jedenfalls nicht lange vorher. Gehen Sie ruhig ran, ich bin fertig. Danke. Ja?
Geschlagen? Was heißt das? Ist er verletzt? Er ist ja in der Psychiatrie. Na, gut. Gleich komme. Danke. Klar mit dir? Soll ich dich ablösen? Ich muss die ganze Zeit an ihn denken. Wie er da eingesperrt ist. Ich meine, die machen ihn doch total fertig. Ich mach das doch nicht. Umsonst, dass jeder Tag seinen geordneten Ablauf hat. Verstehst du? Jeder Morgen, jeder Abend, jedes Essen. Der ist doch total haltlos, wenn er das nicht hat. Hallo. Apfelbanane haben Sie im Moment gar nicht? Nee, tut mir leid. Die ganze Lieferung war nicht gut. Mussten wir zurückschieben. Ich meine Karte auch noch? Achso, Entschuldigung. Maria, das tut mir alles so leid. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist total lieb von dir. Sag mal, was hat denn dein Junge eigentlich? Ich meine, welche Behinderung? Bei der Geburt da setzte sein Herzschlag plötzlich aus und dann mussten die Notkaiserschnitt machen und es ging ganz schnell, aber es hatte eben zu lange keinen Sauerstoff. Und ist er denn überhaupt, kann er das denn überhaupt gemacht haben? Aber der kann alles. Natürlich kann er. Aber der ist eben nicht nur ein Behinderter, sondern der ist vor allem ein herzensguter Mensch. Und er würde das nie tun. Hallo? Was? Ja, natürlich komme ich. Was ist denn passiert? Sie versuchen die ganze Zeit, mir klarzumachen, dass er nicht versteht, was er tut. Das spielt für mich aber überhaupt keine Rolle, ob er das versteht oder nicht. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das herauszufinden. Meine Aufgabe ist herauszufinden, ob er es getan hat. Jedenfalls ist er in der Lage, einen Menschen zu schlagen. Aber jetzt versetzen Sie sich doch bitte einmal in seine Lage. Der Junge ist doch total gestresst. Sie reißen ihn heraus. Sie trennen ihn von mir. Er darf nicht mehr zu seiner Arbeit gehen. Er ist hier nur mit fremden Menschen. Er ist in einen Tagesablauf gepresst, den er nicht begreift. Es ist doch klar, dass ihm da mal die Nerven durchgehen. Herr Simon, Sie hat recht. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wer sagt mir denn, dass ihn das Mädchen nicht auch gestresst hat? Mein Gott, jetzt hören Sie doch mal auf, alles herbeizureden! Ja. Mathis, bitte! Ich war da! Tot noch! Ich weiß, was tot ist! Mathis, jetzt hör doch auf! Bitte! Ich bin aber echt Sie reden dem Jungen alles an! Sie reden dem Jungen! Bitte das nicht! Sie reden ihm das alles ein! Das wird alles gut, bitte. Das stimmt doch überhaupt nicht. So, du hast es getan. Jetzt nochmal Schritt für Schritt. Also, du hast sie totgehauen. Ich hab das getan. Ja, du hast nur ich. Totgehauen. Ja. Und weißt du noch, warum du sie totgehauen hast? Und womit? Womit hast du sie totgehauen? Ich war das. Ehrlich. Herr Simon, Sie setzen ihn unter Druck. Also, du bist über den Zaun gestiegen und dann? Ja, ganz ehrlich. Mathis, hast du was von ihr mitgenommen? Ein Andenken? Ein Souvenir? Komm, Mathis, du musst uns schon ein bisschen mehr erzählen. Du willst hier pünktlich raus, oder? Komm. Kerzenständer. Ich hab den Kerzenständer auf seinen Kopf gehauen. So. Wie denn seinen Kopf? Was meinst du mit seinem Kopf? Seine Brille ist runtergefallen auf den Boden. Mathis. Ich hab sie aufgehoben. Die Brille ist nicht kaputt gegangen. Mathis, wovon redest du eigentlich? Ich weiß nicht, wo die Brille ist. Lea trägt keine Brille. Und was für ein Kerzenständer meinst du? Ach, du hast sieben. Hier, pass auf.
Schau das an. Schau dir das Bild an. Schau es dir an. Was ist das? Hast du das? Kennst du das? Erkennst du es wieder? Das ist das Piercing von Lea. Hast du es mitgenommen? Ich weiß. Er sieht das zum allerersten Mal. Aber wollen Sie das wissen? Weil das keine Reaktion in ihm auslöst. Und außerdem spricht er von einem Kerzenständer und nicht von einem Stein. Das passt nicht zusammen. Warum sagt er uns dann, er hätte es getan? Weil er endlich nach Hause will. Er will nach Hause! Ach, guten Morgen. Hallo. Sie müssen Mathis heute nicht abholen. Ich weiß. Ich wollte zu Ihnen. Ich mache mir natürlich auch Sorgen wegen Mathis. Und ja, ich wollte einfach mal fragen, ob ich vielleicht irgendwas helfen kann oder so. Aber die Polizei. Was sagen denn die Polizei? Kommt er bald wieder raus? Ja, stimmt irgendwas nicht? Ich habe mich ausgesperrt. Oh. Ja, haben Sie nicht einen Ersatzschlüssel irgendwo versteckt oder so? Oder vielleicht bei den Nachbarn? Ich kann ja auch zu den sonst. Ich müsste den Schlüsseldienst anrufen, aber ich. Mein Handy ist auch im Haus. Das ist kein Problem. Ich habe eins im Auto. Haben Sie aber Glück gehabt, was? Dass ich vorbeigekommen bin. Jetzt habe ich es doch in der Tasche. So, Schlüsseldienst. Den hatte ich doch hier neulich irgendwo. Ja, hallo, David Bacher, mein Name. Wir bräuchten mal den Schlüsseldienst in der Marianenstraße 17. Marianenstraße 17? Ja, ganz normales Zylinderschloss. Ja, danke. Ach so, wie lange dauert das? Ja, prima. Ja, bis dann, tschüss. 20, 30 Minuten wird es dauern. Danke. Haben Sie denn nicht? Was ist denn mit dem Tor hier? Geht das nicht auf? Oh. Schauen Sie mal, vielleicht, wenn Sie das hier hochziehen, dann kann man das vielleicht aufdrücken. Ja, genau. Na, also. Danke. Ja, wenn Sie wollen, können wir so lange auch im Auto warten. Freilassen. Ich habe gehört, die haben überhaupt gar nichts gegen ihn in der Hand. Und die können ihn noch nicht einfach auf den bloßen Verdacht hin. Er hat gestanden. Wie bitte? Er hat den Mord gestanden. Was? Ich verstehe das alles nicht. Ich meine, was machen die bloß mit Mathis? Der würde doch alles sagen, nur um wieder nach Hause zu kommen. Das ging ja schnell. Was ist das? Wir müssen noch mal in Ihr Haus. Warum lassen Sie mich nicht endlich in Frieden? Ja, es tut mir leid. Aber Sie haben doch schon einmal alles auf den Kopf gestellt. Und Sie haben nichts gefunden. Gar nichts. Was suchen Sie denn noch? Ist Ihnen dieser Gegenstand vielleicht aufgefallen? Ist im Original viel kleiner. Im Badezimmer vielleicht. Was soll das sein? Ist ein Piercing. Was soll das? Warum beißen Sie sich so an meinem Jungen fest? An alle anderen Spuren diskutieren Sie weg. Ich weiß, Mathis Fußspuren sind in dem Gebüsch. Er war auch einen Tag vorher da. Das bestreitet niemand. Aber ich weiß, dass da noch andere Fußspuren sind. Das weiß ich. Ja, ich weiß auch, dass da andere Spuren sind. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum. Ja gut, dann suchen Sie doch bei denen nach Ihrem Piercing. Eins nach dem anderen. Können wir jetzt in das Haus? Das geht nicht. Warum? Ich habe mich ausgesperrt. Wir haben den Schlüsseldienst schon gerufen. Der müsste auch jeden Augenblick da sein. Ja, was machen Sie eigentlich hier? Ich habe nur meine Hilfe angeboten. Ja, ja. Ich glaube, wir kommen jetzt auch ohne Ihre Hilfe klar. Wir gehen jetzt rein. Viel Glück. Das tut mir leid, jetzt sind Sie zu spät gekommen. Die Kollegen da waren früher. Das ist die Polizei. Was ist jetzt? Was sagst du mir jetzt? Ich bin zurück zu dir, Mama. Bitte schick mich nicht mehr weg. Ja? Es tut mir leid, Mama. Ich will sowas Böses nie wieder tun. Ja? Du hast gesagt, ich heiraten, weil ich eine gute Mama habe.
Warum bist du keine gute Mama mehr? Mama. Alles okay mit Ihnen? Ja, Entschuldigung. Mein Gott, Sie können nicht einfach auf die Straße laufen. Entschuldigt, geht ihr hier zur Schule? Ja, nee, wir stehen hier nur so. Sie dort. Kanntet ihr Lea Greif? Seid ihr mit ihr zur Schule gegangen? Sie hatte doch bestimmt einen Freund oder... Hören Sie, die Polizei hat gesagt, wir sollen mit niemandem darüber reden. Hier würden wahrscheinlich Leute auftauchen, Presse und so. Ich weiß, aber ich bin nicht von der Presse. Aber wir wissen überhaupt nicht, wer Sie sind. Wir sind Nachbarn von Leas Familie und ich habe auch einen Sohn. Der Sie umgebracht haben soll. Der hat Sie nicht... Der ist unschuldig. Hören Sie. Der hat mit der Sache nichts zu tun. Wenn Sie was wissen wollen, dann reden Sie mit der Polizei. Wir sehen uns. Hilfst du mir bitte? Ja. Ihr Freund, Ihre Freundin. Sie hat einen Freund, aber sie hat letztens Schluss gemacht. Und sagst du mir, wo der wohnt? Hornweg 13a. Du bist Elias, richtig? Warst du beim Hockeytraining? Nein, mir ist nicht nach Training. Du warst Elias Freund, richtig? Was wollen Sie von mir? Ich weiß, die Polizei hat gesagt, dass ihr mit niemandem reden sollt. Ich muss jetzt weiter. Bitte, Elias, bitte. Mein Junge ist weggesperrt, unschuldig. Er hat nichts getan und ich möchte doch nur mithelfen, herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, mit wem war denn Lea in den letzten Tagen zusammen? Hatte sie einen neuen Freund? Ja, bitte. Sie hatte was mit irgendwem, glaube ich jedenfalls. Mit wem? Ich weiß nicht. Ist nur so ein Gefühl, wie sie sich benommen hat und so. Hatte sie eine beste Freundin? Elias? Elias, kommst du? Wer war ihre beste Freundin? Elias. Ich brauche nur den Namen. Bitte. Elias? Ja. Ich weiß nicht, mit wem sie in letzter Zeit unterwegs war. Vorher war sie mit Elias zusammen. Mit dem hat sie Schluss gemacht. Aber da war jemand. Ja, ich glaube schon. Sie war in letzter Zeit ziemlich... Sie hat sich ziemlich dämlich benommen. Aber sie hat so komische Andeutungen gemacht, dass sie ein Geheimnis hätte. Und sie könnte nicht drüber reden. Weil sie nicht eine ganze Familie unglücklich machen will. Und dann hat sie so doof gegrinst. Vielleicht war es nur ein Spruch. Sie hat sich manchmal ziemlich wichtig gemacht, wissen Sie? Aber du musst doch irgendeine Idee haben. Ich will auch keine Familie unglücklich machen. Bitte, es sind ja schon zwei Familien unglücklich. Bitte. Die Schwimmmädchen haben mal gelästert. Sie hätte was mit dem Trainer gehabt. Mit Elias Vater. Thank you.
Kommissar Simon, bitte. Gleich rechts in den Gang. Neunte Tür auf der linken Seite. Kommissar Simon? Kommissar Simon, ich möchte Ihnen was zeigen. Das ist wichtig. Ja, kommen Sie. Das habe ich gefunden. Er hat seine Stelle damals als Lehrer an der Gesamtschule verloren und kam sogar vor Gericht, weil er ein Verhältnis hatte mit einem Mädchen aus seiner Klasse. Möchten Sie einen Kaffee? Nein. Frau Krüger, ich sitze hier nicht erst seit gestern. Dann gehen Sie dem doch nach jetzt, oder? Ich bin ihm bereits nachgegangen. Ja, und? Kein Und. Dieser Fall hat mit unserem nichts zu tun. Nichts zu tun? Es gibt Gerüchte, dass er ein Verhältnis hatte mit Lea. Auch dieses Gerücht ist uns bekannt. Und nur um Sie zu beruhigen, wir sind ihm nachgegangen. Aber der Trainer hat ein Alibi für den fraglichen Zeitraum. Er hat den Abend mit einem Freund in einer Sportkneipe verbracht. Das kann sowohl der Freund als auch seine Frau bestätigen. Und haben Sie der Frau auch gesagt, dass er ein Verhältnis hatte mit Lea? Weil dann würde sie vielleicht auch aufhören, für ihn zu lügen. Stopp. Frau Krüger, was ich frage oder nicht frage, ist allein meine Angelegenheit. Sie können mich ja gerne für einen Kurzmorgen halten, aber ich tue meine Arbeit und ich tue sie gründlich. Hören Sie auf, mir ständig das Gegenteil zu unterstellen. Ein Junge wurde verhaftet, unschuldig. Und ich weiß nicht, wie lange er das noch aushalten kann. Und Sie sind die Mutter von diesem Jungen, ja? Vielleicht bin ich ja auch die Mutter von diesem Mädchen. Was für ein Mädchen? Das Mädchen, wegen dem Sie Ihren Beruf als Lehrer nicht mehr ausüben dürfen. Verschwinden Sie. Konnten Sie Ihre Hände schon wieder nicht von einem jungen Mädchen lassen, stimmt's? Ich rufe die Polizei. Ja, rufen Sie doch die Polizei bitte und dann sagen Sie doch der Polizei gleich, dass Sie was mit Lea hatten. Elias, warte. Elias, hör zu. Ich kann dir das erklären. Das ist ganz anders gewesen. Du kannst doch nicht nur wegen dieser Frau, die mich irgendwas sagt. Elias, bleib hier. Was soll das? Sie zerstören das Leben dieses Mannes und Sie zerstören das Leben seines Sohnes. Er hat bis jetzt nichts von der Vergangenheit seines Vaters gewusst. Wissen Sie, was Sie da angerichtet haben? Es tut mir leid, das habe ich nicht gewollt. Es tut Ihnen leid, aber Sie haben es getan. Aber ich konnte doch gar nicht wissen, was der Junge da... So, jetzt zum letzten Mal. Lassen Sie mich meine Arbeit machen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass er etwas mit dem Mädchen gehabt hat. Und es gibt insbesondere keinen Beleg dafür, dass er an dem Abend mit dem Mädchen zusammen war. Alles, was die Freundinnen erzählen, geht nicht über das Niveau von Tratsch und Klatsch hinaus. Vielleicht hat er die Schuhe, die er an dem Abend hatte, einfach nur weggeworfen. Falsche Größe. Tratsch und Klatsch. Sonst nichts. Verstanden? Gegen meinen Jungen haben Sie auch nicht mehr. Acht aussetzen. Aussetzen. Mau. Oh, 2-10. Und jetzt darf ich nicht mal, ne? Mau. Das ist so gemein, wirklich. Als sie Lust kamen, dass wir Glücksspiele spielen. Das ist unser Geheimnis, ne? 14. So. Lass es dir schmecken. Danke. Du magst dir genauso wie ich was? Könnte ich mich reinsetzen? Das sind deine. Sag mal, Mathis. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist... Wem gehörte denn jetzt die Brille, die da runtergefallen ist? Spielen wir noch eine Runde? Das ist auch ein Geheimnis. Aha. Verrätst du es mir? Papa. Dein Papa? Warum hast du deinen Papa gehauen? War böse? Mama. Mama hat auf seinen Kopf gehauen. Tot gehauen.
Mama hat Matt das weggetragen. Wollen Sie jetzt schon wieder hin? Bleiben Sie stehen. Frau Krüger, es reicht! Es tut mir wirklich leid. Sie warten jetzt wenigstens so lange, bis Sie eine Kollegin hier telefoniert haben. Nein. Frau Krüger. Nein. So lasse ich mich nicht behandeln! Sie sind entlassen! Mama hat auf seinen Kopf gehauen. Totgehauen, totgehauen, totgehauen. Oh mein Gott. Mama hat Mattes weggetragen. Oh, der arme Junge. Wir hatten einen heftigen Streit, mein Mann und ich. Mattes Vater. Und er hat mir gesagt, dass er das Leben mit einem behinderten Kind nicht mehr länger erträgt. Die anderen Väter zu sehen, wie sie mit ihren Jungs Fußball spielen und den Kindern Hütten bauen und Bücher lesen. Da wollte er einfach weg, davonlaufen. Uns im Stich lassen. Für mich war das wie ein Schlag vors Gesicht. Der Streit eskalierte und ich habe ihn angeschrien, was für ein Feigling er ist. Und er hat mich angeschrien, dass er kein Gefangener ist. Und dann gab es Handgreiflichkeiten. Er hat mich geohrfeigt. Und dann habe ich einen Kerzenständer genommen und ihm damit auf den Kopf geschlagen. Es war nur eine Platzwunde, aber mit fürchterlich viel Blut. Er ist nicht tot. Die Wunde wurde im Krankenhaus genäht und er hat nie mehr einen Fuß in unser Haus gesetzt. Er hat sich nach dem Streit nie mehr gemeldet. Aus Wut oder aus Scham. Und ich hab nie über ihn geredet. Der Junge dachte, er sei tot. Ja. Er musste sein Leben lang gedacht haben, ich hätte seinen Vater getötet. Mein Gott, wie muss er gelitten haben und ich habe nichts gemerkt. Ich habe nichts gemerkt. Gar nichts. Warum habe ich nie mit ihm nochmal gesprochen? Ihr Vater hat wieder geheiratet. Zwei Kinder. 9 und 7. Ich habe mit ihm telefoniert. Und jetzt? Was meinen Sie? Sie wissen, was ich meine. Die Sachlage ist eindeutig. Der Junge hat die beiden Situationen durcheinander gebracht. Die Geschichte mit seiner Mutter war für ihn viel bedeutungsvoller. Er hat geglaubt, dass dadurch jetzt alles zusammenstürzt. Er hat diese Tat gestanden, um seine Mutter zu schützen. Ja, vielleicht belegt die alte Geschichte aber auch nur, dass er gelernt hat, wie er solche Situationen bewältigt. Nämlich durch Mord. Lassen Sie ihn nach Hause gehen. Ich bin sicher, er ist unschuldig. Wieder eine 4, kriegst du was los. Okay. Oh, schaffst du schon. Was essen wir heute? Ich könnte dir Eierkuchen machen. Hast du Lust? Morgen. Polizei! Sie sind ja krank! Was will die denn?
Ich gebe Ihnen jetzt noch mal die Chance, mir die Wahrheit zu sagen. Sie haben ausgesagt, Sie hätten den fraglichen Abend zusammen mit Sebastian Kreuzer in einer Sportkneipe verbracht. War das so? Ist das die Wahrheit? Bleiben Sie bei dieser Aussage. Nein. Wie bitte? Nein. Wir haben das mit der Kneipe schon öfter so gemacht. Also nicht gemacht. Natürlich wusste ich auch, dass er ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat. Aber ich wusste nicht, dass es das Mädchen war. Das war's schon. Alles in Ordnung bei Ihnen? Die erste Nacht ist immer die schlimmste. Versuchen Sie zu schlafen. Morgen sehen wir dann weiter. Ja? Nacht. Ja. Oh, Entschuldigung, ich wollte mich verabschieden. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, Mathis. Jetzt kannst du ja wieder arbeiten. Ja. Danke, dass Sie an ihn geglaubt haben. Danke. Mathis, sag dem Doktor auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Mathis. Ich hab da noch was für dich. Danke! Komm, jetzt, ich nehme die Tasche. Ich nehme die. Schon gut. Danke. Komm. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Er hat seine Kleidung in kleine Stücke gerissen und sich dann die Stofffetzen in den Hals gestopft. Danke.
woran erkennt man, dass eine Blondine am Computer saß? Tippex auf dem Bildschirm. Und was sagt eine Blondine, nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger ist? Was sagt die? Herr Doktor, sind Sie sicher, dass das Kind von mir ist? Der ist gut, Mann. Das ist gut, oder? Ich hab Hunger, Mama. Ja, tschüss, denn schönen Feierabend, ne? Tschüss, David. Tschüss. Ich hab ganz doll Hunger, Mama. Hände gewaschen? Hände gewaschen. Wie warst du auf der Arbeit? Tag, Frau Krüger. Was geht's? Ich müsste mal ganz kurz mit Ihnen sprechen. Was ist los? Vielleicht können wir besser in Ihren Garten gehen, weil ich möchte das nicht hier auf der Straße. Wir essen gerade, ist nicht so gut. Es tut mir leid, es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe nämlich beim Saubermachen im Bus da ich das hier gefunden. Das war neben Mattis Sitz ganz tief reingestopft. Deswegen hat nämlich die Polizei hier auch nichts gefunden, weil er das bei mir versteckt hatte. Das kann doch jeder reingesteckt haben. Das hat doch nichts mit Mattis zu tun. Ja, das stimmt. Aber ich habe mich auch ganz lange mit Mattis unterhalten. Und Sie wissen ja, wir sind schon ganz lange befreundet. Und ja, er hat mir sein Herz ausgeschüttet. Sein Herz, das war wirklich so voll, das ist richtig übergelaufen. Er hat mir jede Kleinigkeit von diesem Mord, hat er mir erzählt, wie er den Stein genommen hat und wie er den Fuß runtergezogen hat und wie er das Piercing abgefummelt hat und wie schwer das war, weil seine Hände immer so gezittert haben. Und er wollte aber das Piercing unbedingt behalten. Es tut mir leid, Frau Krüger, es stimmt. Mattis ist der Mörder von dem Mädchen drüben. Das kann nicht sein. Hören Sie bitte, es ist ja kein Problem. Mattis ist ja mein Freund, das kann ja unter uns bleiben. Es muss ja niemand etwas davon erfahren. Ich bin ja auch nicht hierher gekommen, um Sie zu quälen. Ich sag's mal munter raus. Mir geht's auch nicht so gut. Ich brauche auch Hilfe. Was ich da als Fahrer verdiene, das ist echt ein Witz. Wollen Sie, dass ich Ihnen Geld gebe? Ja? Wollen Sie Geld? Ja, es muss ja auch nicht so viel sein. Ich habe doch selbst kaum Geld. Ja, Sie können mir doch einfach geben, was Sie können. Sie haben doch bestimmt auch für Mattis was zurückgelegt, für den Fall, dass Sie nicht mehr da sind. Und Mattis alleine ohne Mutter. Hören Sie, Sie geben mir einfach, was Sie können. Und ich werde schweigen wie ein Grab. Ich verspreche es hoch und heilig. Ich verspreche es. Wenn Sie vielleicht für jetzt ein bisschen Kleingeld haben, so vielleicht im Haus. Ich schau mal, dass ich habe. Das wäre sehr nett, danke. Einen sehr schönen Garten haben Sie hier, Frau Krüger. Da wartet man auch gerne. Mama? Mattis. Da sind Kerne drin. Komm, der Bus ist noch da. Ja, komm mal rein. Bitte. Mattis, ich höre mal zu. Das ist ganz wichtig. Setz dich bitte, Mattis. Ich muss jetzt noch mal fortgehen und du guckst dir Fernsehen, bis ich wieder da bin, ja? Fernsehen? Jetzt schon? Bitte. 5:12 Uhr. Bleib hier. Ich komm mit. Nein. Bleib da, bis ich da bin, ja. Versprochen. Guck. Guck. Ja. Thank you.
Nicht weinen. Nein. Ist alles gut. Ist alles gut, mein Schatz. Ich mag gleich Frühstück. Ja. Mathis. 8:05 Uhr. Komm, Mathis, komm. Kann ich reinkommen? Bitte.
Tag, Mathis. Frikadellen. Sieht gut aus. Lass dir schmecken. Setzen Sie sich doch. Danke. Aber, darf ich Ihnen was anbieten? Nein, obwohl hier vielleicht ein Glas Wasser haben wir die ganze Zeit. Danke. Mathis ist heute zu Hause, weil der Bus... Der Bus ist nicht gekommen. Ja, ich weiß. Der Fahrer. David Bacher. Er ist mit seinem Wagen heute Nacht beim Sturz in eine Kiesgrube tödlich verunglückt. Ja, wir wissen nicht, was für eine Art von Unfall das war. Wir prüfen noch, ob irgendwelches Fremdverschulden vorliegt. Aber wir haben bei ihm neben Haschisch auch das Piercing von Lea Gräf gefunden. Er hat das Mädchen getötet? Wer war das? Bei ihm zu Hause fanden wir die Schuhe, die zu den Spuren im Garten passen. Er muss sie aufgelauert haben und versucht, sie zu vergewaltigen. Sie hat sich gewehrt. Also wir machen jetzt noch einen Abgleich der DNA-Spuren, aber es besteht eigentlich kein Zweifel. Warte. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen für all das, was ich Ihnen zugemutet habe. Aber es sah für mich zunächst wirklich so aus. Versteht Mathis, wenn ich mich bei ihm entschuldige? Ja, verstehe. Mathis, entschuldige das. Es war eine harte Zeit. Aber es ist jetzt vorbei. Tut mir leid. Vorbei?